Oh, ein neues Update ist available. Das machen wir mal fix und dann gucken wir uns mal die neuen Sachen alle an. Ja, das Update ging ja relativ schnell und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Auf den ersten Blick sieht ja auch eigentlich alles so aus wie sonst, aber es sind ja diesmal kleine, aber feine Verbesserungen drin und ich checke jetzt als erstes, ob ich hier im RH10-Bereich überhaupt was machen muss. Der hier geht ja ein Level hoch, kann ich noch nicht machen, super. Denn alle Sachen, die ich ja letztendlich machen müsste, verzögern ja meinen Start auf Rathaus 11, aber meine Befürchtung war, dass vor allen Dingen die Truppen jetzt noch ein Level hochgehen, auch in den unteren Rathausstufen, tun sie aber nicht. Denn der Golem geht ja hoch und auch die Walküre und nach wie vor auf RH11, also alle anderen Rathäuser, bekommen dieses Update hier an der Stelle im Moment nicht. Und was haben wir denn eigentlich noch? Ja, man kann das ja auf der Blogseite schön nachlesen, vor allen Dingen, was die Upgrade-Kosten sind für die Truppen und auch für die Gebäude. 25 Mauern bekommt das Rathaus 11 ja noch mit dazu. Und im Heimatdorf soll ja die Balance vom Packer vor allen Dingen nochmal verstärkt werden. Also der bekommt nochmal eine Verstärkung um 100 Trefferpunkte und um 10 Schaden pro Sekunde. Und wir gucken uns mal an, von wo der Packer denn jetzt kommt. Denn hier oben an diesem Weg, hier an dieser Mauer, habt ihr euch bestimmt auch schon gewundert, da ist jetzt auch ein kleines Clanzeichen. Da kommen jetzt nämlich die gespendeten Truppen raus. Und ob das wirklich so ist, gucken wir mal. Ich werde jetzt eben mal Truppen anfordern. Oh, ich hab noch Truppen. Okay, dann ich nehm die mal eben raus. Sonst sehen wir das ja an der Stelle nicht. Und fordere einfach mal was Neues an. Meiner oder Riesen. Und die gebe ich mir jetzt eben einmal. Und jetzt müsste ich eigentlich hier, da ist er schon. Da ist der Riese und da ist der Päcker. Ah, das sieht ja cool aus. Ja, da haben die jetzt auch einen eindeutigen Weg. Das finde ich in Ordnung. Und die kamen ja sonst immer irgendwo hier oben so erschienen aus dem Nichts und jetzt haben die einen richtigen Weg. Also finde ich gut. Finde ich in Ordnung. Dann weiß man, dass von da kommen die gespendeten Truppen. Dann haben die jetzt einen eindeutigen Weg und das finde ich in Ordnung. Was ich aber auch in Ordnung finde, neue Freundschaftskriegsgrößen. Wir können jetzt 35 gegen 35 und auch 45 gegen 45 spielen. Das macht es vielleicht ein bisschen einfacher bei der Suche. Was ich natürlich richtig gut finde, ist hier oben 3 von 47. Man sieht also, wenn jemand online ist oder wie viele im Moment online sind. Und das finde ich wirklich, wirklich gut. Also letztendlich sieht man ja nicht, wer online ist. Dann müssen sie vielleicht neben den Namen jetzt noch so ein Schildchen machen, wer gerade da ist. Aber wer gerade da ist, das sehe ich natürlich jetzt hier oben in meiner Friendslist. Und wir gucken mal rein in meine Friendslist. Ich sehe, der Mastengo ist da, der Sky ist online. Cool. Und auch der Alex360. Und dem Alex360, den können wir jetzt mal challengen. Denn das ist ja auch ganz interessant. Denn der lässt sich ja jetzt im Heimatdorf, beziehungsweise hier in der Bauarbeiterbase challengen an der Stelle. Und ja, das ist natürlich cool. Das kann man mal machen. Ah, dann sehe ich das hier auch gleich. Das ist ja cool. Also ich sehe das jetzt gerade beim Alex, wie er jetzt mich hier angreift mit seinen Truppen. Und andere können sich das auch anschauen. Also im Moment habe ich natürlich keinen dritten jetzt hier im Clan, den ich zeigen könnte. Aber es ist schon eine sehr, sehr coole Funktion, gerade um sein Dorf einfach mal zu testen. Und es ist allerdings, ich challenge ihn natürlich auch. Und das muss ich jetzt natürlich gleich mal machen. Also ich mache jetzt erstmal eben den Angriff mit dem Alex. So. Und ihr seht das hier, die Dörfer sind ja relativ gleich. Also zumindest von mir mit dem Alex. Und meine Kampfmaschine ist auf Level 7. Ist auch eben erst fertig geworden. Also ich habe eben erst die Nachricht bekommen, dass die wieder ein Level gegangen ist an der Stelle. So. Und das sieht ganz gut aus. Auch beim Alex sieht das ganz gut aus. Also sagen wir mal so, gar nicht mal so schlecht gegen mich. Also ich finde,
Ich hatte ja erst gedacht, eigentlich interessiert es mich nicht. Es interessiert mich auch immer noch nicht. Aber es ist natürlich eine schöne Möglichkeit, mal seine Base zu testen, wenn man mal was umstellt, mal zu checken, wirkt die Bombe hier oder wirkt die Bombe da. Und ja, gar nicht mal so schlecht. Und auch nicht, dass ich hier jetzt 100% beim Alex mache und er das leider nicht geschafft hat. Also kann ich natürlich immer noch reinschauen hier in den Kampf, beziehungsweise jetzt ist er auch hier zu Ende. Also ja, gar nicht mal so schlecht. Wo sehe ich denn jetzt eigentlich? Ich sehe aber diese Wiederholung, glaube ich, gar nicht hier. Ne, hier sehe ich das gar nicht. Das ist ja komisch. Ah, hier sieht man es. Okay, hier sieht man es dann. Wer wie gespielt hat, ja, keine schlechte Sache. Muss man mal so sagen. Also das, auch das finde ich in Ordnung. Doch nicht so schlimm, wie ich es erhofft hatte. Clan Wappen und Clanburg Grafik-Update. Ja, das habt ihr auch gesehen hier. Gerade das Wappen finde ich richtig gut, muss ich sagen. Also die Wappen hier, jetzt sieht man auch schön die 14. Und was ich aber nicht wusste, dass es hier auch so auftaucht, finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, wenn man jetzt in der Community übrigens sucht, also man sucht einfach einen neuen Clan, ist die Clansuche hier der vorgeschlagenen Clan, soll angeblich viel, viel besser sein. Also hier seht ihr das schon. Sonst stehen hier eigentlich ganz, ganz andere Clans, wenn ich hier einfach reingehe. Und die Vorschläge sollen durch Aktivitäten wie Clankrieg, Aktivität, Spendenaktivität und so weiter so ein bisschen das Ganze priorisieren. Also wenn ich jetzt in den Clan Rack and Leaf reinkäme, dann wäre der ganz, ganz ähnlich wie unser auch. Also finde ich auch sehr, sehr gut. Dann weiß man in etwa, wo man sich dran orientieren kann und muss nicht immer so hart filtern hier. Und ja, eigentlich, was soll ich dazu sagen? Ich mag das Update, kleines, feines Update hier an der Stelle und ging ja auch relativ zügig. Ja, hier hat sich, glaube ich, jetzt nichts verändert, außer dass hier jetzt 30 Leute mir zugucken können. Finde ich natürlich auch nicht schlecht. Und denn in einigen CKs ist es natürlich auch so, dass man schon sehr, sehr dass man sehr, sehr viele Zuschauer hat. Und ich wollte jetzt aber mal schauen. Ich mache jetzt einfach mal einen Angriff mit dem Alex hier. Jawohl. Ach, hier kann man jetzt hoch. Okay. Hier kann ich jetzt zuschauen, wie der Alex kämpft. Denn er macht gerade einen Kampf im Nachtdorf. Das sieht man an den gekreuzten Äxten und Beilen hier. Das ist ja cool. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber nichts der Freude. Ich mag das Nachtdorf ja trotzdem nicht. Ich finde die Funktion aber trotzdem gar nicht schlecht. Also ich finde es gelungen an der Stelle und will das gar nicht so runterquatschen. Also macht ja Laune. Gar keine Frage. Man kann jetzt seinen Freunden in der Friendslist zugucken, was sie gerade so machen und kann schön rumbetteln hier. Ja, ist ja gar nicht mal so schlecht. Übrigens, der Zerschmetterer geht jetzt nicht mehr durch die Mauern durch. Also oftmals hatten ja Leute ihren Zerschmetterer ganz, ganz nah an einer Mauer stehen. Und wenn dort die Kampfmaschine oder Truppen hinging, dann ging der Zerschmetterer schon runter. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt also, wenn der jetzt hinter einer Mauer steht und dort kommen Truppen oder auch die Kampfmaschine, dann geht er nicht mehr runter und macht Schaden. Macht auch eigentlich Sinn. Finde ich auch eine sehr, sehr sinnvolle Verbesserung. Ja, was wir natürlich nicht sehen ist, wie hat der Gegner vom Alex abgeschnitten? Der hat nämlich gewonnen. Also ist ja nicht schlecht. Also ich finde es eigentlich ganz gut und ihr seht das hier. Ich komme relativ gut voran im Moment. 10 Tage noch für meinen Erdbebenzauber und ich würde sagen, wir suchen kurz mal einen Gegner und machen natürlich mal einen Angriff. Ja, brauche ich gar nicht lange suchen. Nehmen wir gleich den ersten mit hier. Ich habe ja einen Päcker hier drin. Mal sehen, wie der sich hier an der Stelle schlägt. Oh, ich sehe aber gerade, ich habe hier. Heieiei, was habe ich denn hier? 16 Mauerbrecher. Okay, da kann ich natürlich die ganze Base hier kaputt mauern. Also mit den Mauerbrechern. Oh, das ist ja krass. Das ist natürlich krass. Und dann gucken wir mal. Ja, das ist ja eigentlich ist es ja fast mein einziger Tank hier. Ah, shit. Okay, dann müssen wir hier den King mal hier mit reinsetzen und ziehen jetzt richtig viele Mauerbrecher mit rein. Okay, da kommt jetzt allerdings Clanburg raus. Die müssen wir vergiften, denn die geht komplett
auf meinen King rauf. So, dann machen wir das mal so. Den starten wir mal hier. Und meine Queen, oh, ist auch ganz schön angeschlagen schon. So, hier machen wir mal den Freeze rein. Und noch einen Sprung da. Mal schauen. Hier habe ich noch ein paar Magier. Eieieiei, auch gar nicht mal so schlecht. Den lenken wir mal gerade ein bisschen ab von den Magiern. Und Queen ist noch dabei. Ich mache euch das mal gerade ein bisschen größer. Da ist auch noch mein... Oh, der hat hier viel im Ausbau. Oh, so weit ging mein Babydrachen da gerade noch in die Base rein. Das ist natürlich krass. Und jetzt allerdings meine Queen im Beschuss des einzigen noch verbleibenden X-Bogens hier. Aber hier hinten habe ich noch ein paar Bowler am Start. Und 68% ist auch in Ordnung. Und ich glaube, wir haben jetzt auch ganz netten Lot mitgenommen. Er hat das gerade gesehen, wie ich seine Fledermaus-Base hier abgeledert habe. Und ich gucke jetzt gerade mal beim Alex, denn der Alex hat ja den Thorsten auch als Freund hier drin und kann sich den Kampf natürlich auch schön angucken. Ah, jetzt ist er leider schon vorbei. Okay, da kriegt man dann auch eine Nachricht. Aber ja, war in Ordnung hier. Und mein Update-Fazit hier ist gelungen. Ist auch für das Heimatdorf sehr gelungen, für die Rathaus Erber. Die können jetzt wieder richtig reinhauen, richtig zulangen. Und mit der ganzen visuellen Geschichte hier, also mit dem Gucken hier rundherum, wie viel sind online, Freundschaftskämpfe und so weiter, die ganzen Views, das ganze Zuschauen. Also ich hatte ja schon gesagt, das macht das Clan-Leben hier viel, viel, oder dieses ganze Clash-Leben hier mit anderen, mit dem Clan, viel, viel lebendiger und viel mehr fühlbar für jeden Einzelnen. Ich hoffe, das seht ihr auch so. Wenn ihr das anders seht, dann hinterlasst mir ruhig das in den Kommentar. Es kommt heute noch ein zweites Video, also bleibt gespannt auf den Nachmittag. Ich habe dieses jetzt noch kurz davor geschoben, weil das Update heute rauskam, aber es kommt heute noch eine zweite Folge. Die kommt dann im Nachmittag. Bis dahin, euer Toto. Clasht.